in der letzten Episode. Das ist ja schön. Weißt du was? Komm, hier. Feuer. Holy shit, that's hot. Jo. Machen wir's kurz. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Eindringling, im Interloper-Modus. Ja, wir sind in der Folge 54 und fangen mal wieder von vorne an. Ja, das hat in der letzten Folge nicht wirklich gut geklappt. Also das Verlassen von dem trostlosen Marschland ist ziemlich schwierig, wenn man nicht mehr wirklich viele Prozente hat. Da machst du nichts, da kommst du auch nicht drum rum und Kleidung war nicht gut, Schlafsack hat uns gefehlt. Es waren viele Dinge, die da sozusagen einen kleinen Punkt beigetragen hat. Der große Punkt war natürlich, ich weiß gar nicht mehr, in der vorletzten Folge war das, glaube ich, wo wir ins Wasser gefallen sind und ich die Kleidung nicht ausgemacht hatte, wie ich das eigentlich immer gemacht habe, wenn man übers Eis läuft. Ich weiß auch nicht, die letzte Woche war irgendwie auf der Arbeit schon stressig und dann war das Wochenende auch irgendwie super stressig und dann kommt eins zum anderen, dann machst du nichts. Deswegen fangen wir von vorne an. Und ja, wer gerade live mitschaut, weiß, dass wir Monsieur jetzt in das Langzeit-LP eingespannt haben. Der muss da jetzt mal knechten. Die Frau muss eher jetzt mal nicht knechten, sondern eher leiden. Ja. Okay, wir machen die üblichen Verdächtigen, die kalte Fusion und die 10% weniger Kalorien. Ja, das ist wie bekannt der Interloper. Außergewöhnliche Menschen überleben unter den schlimmsten Umständen und das macht sie noch außergewöhnlicher. Robertson Davies. Das sieht schwer nach Wolfsberg aus, kann das sein? Naja, Tatsache. So, wir sind zum ersten Mal. Kaum ist sie auf der Welt, darf sie im Wolfsberg starten. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, minus 18 geht sogar. Das ist gar nicht mal so schlimm. Allerdings sieht sie sehr sportlich aus, als gehört sie nicht hierher. Ach du Schande. Ich versuche gerade mal ein bisschen die Übersicht zu gewinnen. Das ist das Leben Nummer 13. Da unten ist eine Höhle. Da gehen wir auch direkt mal hin. Ich bin immer noch nicht sicher, wo wir sind. Auf jeden Fall sind wir relativ weit oben. Habe ich den Eindruck zumindest. Wie ist eigentlich im Windschatten? Ach, im Windschatten sind die minus 18, ne? Das ist ja praktisch. Das sieht auch nicht nach Bärenhöhle aus. Ja, also Wolfsberg starten ist natürlich ganz formidabel, das ist ganz klar. Wegen der vielen Gebäude, die man hier hat. Ach Gott. Ja, mal schauen, das ist ja das Leben Nummer 13 und das ist ja auch so eine, für manche eine Glückszahl, für die meisten, die eher abergläubisch sind, dann eher eine Pechzahl. Ich sag's mal so, der Typ... Oh, sure, I'm getting cold. Das kennst du gar nicht, ja? Du denkst, das kann doch nicht sein, was ist denn hier los? Ah. Ja, du bist der Zombie. Wir haben Holz, wir können aber noch kein Feuer machen. Ja, ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Ja, goddamn crazy. Das wird natürlich super. Die Ecke sagt mir sowas von überhaupt nichts. Das ist ja krass. Na gut, ich bin halt auch noch, hab noch nie im Wolfsberg angefangen. Und gewöhnlich startet man ja auf diesen Maps in Gebieten, die man nicht so gut kennt. Die ein bisschen abgelegen sind. Nicht gerade auf der Hauptroute. Komm. Ja, und tendenziell versuche ich natürlich den Abstieg zu finden. Ich glaube, wenn ich den Aufstieg da vorne sehe, dann weiß ich, wo wir sind. Wir müssen da lang zum Abstieg. Ja, Tatsache. Der nächste Punkt ist die Dreieckshöhle. Wir könnten tatsächlich da hinten lang. Ups. Dann kommt man zur Berghütte. Aber ich will erstmal zu dieser Dreieckshöhle, weil da ja durchaus einiges an interessanten Sachen mal liegt. Ja, interessant.
es ist zum Glück morgens. Das macht zwar etwas kalt erstmal, aber wenigstens nicht dunkel. Das hat ja durchaus seine Vorteile. Ach, herrje. Boah. Ja, ist wieder die Hand, richtig. Ja, es ist immer zuerst die Hand, habe ich den Eindruck. Da vorne ist ein Bartflecht. Wir haben zwar keinen Stoff. Also ein Blutverlust ist dann tatsächlich tödlich. Was ist denn da interessant? Weil da der Baum auch hinzeigt. Ist das diese Dreieckshöhle? Ah ja, Tatsache. Gut. Und wo geht's da runter? Wahrscheinlich zum sicheren Tod. Mhm. Wir versuchen den unsicheren Tod. Ja. Ist da was? Nein. Ja, da geht's natürlich zur Echo-Schlucht runter, das ist ja klar. Okay. Gut, dann ist die Höhle tatsächlich dort. Deswegen zeigt der Baum dahin. Allerdings ist die Echo-Schlucht immer von einem Wolf bevölkert. Naja, ich meine die andere Richtung natürlich auch, ja, das ist ja klar. Oh, Windschatten. Das heißt nur noch minus 17 Grad. Hey, wir haben auch noch immer noch 90%. Ja, aber kein Schlafsack, aber eine Fackel. Ein Haufen Holz. Ja, wir haben aber auch keinen Zünder. Doch, haben wir. Da liegt er. Gut. Da könnte man Holzkohle nehmen. So. Das ist ja schon mal praktisch. Ja, ich versuche natürlich jetzt zur Berghütte zu kommen, das ist ja klar. Ich bin noch nicht sicher, ob ich durch die Echo-Schlucht gehe, was wahrscheinlich die sinnvollere Route ist. Oder ob wir uns erstmal in die Höhle begeben, um es aufzuwärmen, sofern sie denn warm genug ist. Hm. Das Problem ist halt, es ist auch extrem windig. Dadurch würde die Fackel nicht mal funktionieren als Abwehrmaßnahme. Und außerdem kommt der Wind aus einer ungünstigen Richtung. Ja, juhu. Können wir zumindest mal gucken, ob der Wolf da ist. Es gab übrigens... Es gab übrigens ein Mini-Update. Gerade hierher oder rennt er hinter die Gondel? Ja, hinter das. Vielleicht komme ich ja rum. Dann würde ich jetzt gar nicht lange rumwarten, sondern direkt zur Berghütte gehen. Ja, da könnte man auch hoch. Das bringt aber nicht so wirklich viel. Komm, lauf mal ein Stück zu. Also da vorne um die Ecke ab, dann vergrößern wir den Abstand zu dem Penner. So. Vor allem hier unten, das kann überhaupt nicht sein, dass hier direkt vor dem Berg so ein Wind ist. Aber naja. Naja, Echo-Schlucht. Da haben wir noch einmal Holz. Mhm. Schluchthöhle. Ja, guckt euch mal den Wind an, das ist ja nicht normal. Ich versuche hier ein bisschen im Windschatten zu laufen, um den Temperaturhit nicht zu groß zu machen. Ja, natürlich, hier ist man sofort nicht mehr im Windschatten, das ist klar. Ach ja, es gab ein, naja, wie soll man das sagen, ein Update kann man eigentlich nicht sagen, es war mehr ein Bugfix. Es war ein Mini-Update sozusagen, und zwar, ja, sie haben gefixt, dass man, es gab wohl Spielcrashes, wenn man die Fackel verwendet hat, um ein Feuer zu machen, was natürlich für den Interloper-Modus genau das Richtige ist. Ja, naja. Komm.
Sehr schön. Na gut, dann nicht. Eieiei. Ja, wir haben schon ein Viertel verloren. Boah, das wird zwar. Ja, könnte es ja nochmal locker noch ein Viertel verloren. Sofern der Wind jetzt nicht bald mal aufhört. Also man kann tatsächlich auch noch viel höher starten in dem Gebiet. Dann weiß ich aber gar nicht, wie man da dann zurechtkommt. Das ist ja dann echt heftig. Weil letzten Endes, es geht ja immer dasselbe, du hast keinen Schlafsack. Das heißt, du kannst dich eigentlich nirgendwo hinhauen. Und Schlafstätten technisch gibt es ja in dieser Map nur eine einzige Location, nämlich die Berghütte. Das heißt, wenn du halt hier startest, dann versuchst du natürlich als erstes zur Berghütte zu kommen. Das ist von weiter oben natürlich noch trickier. Ich meine, man kann natürlich auch versuchen, zum Flugzeug zu kommen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ja, hat der Interloper nicht eigentlich eine sehr häufige Windwechselrate? Wetterwechselrate und Windwechsel natürlich auch, das ist ja klar. Eins gehört ja zum anderen dazu. Ja, ich halt Ausschau nach dem Bären, weil ich nicht weiß, wann der Penner auftaucht. Sein, das ist ein bisschen lang. Ja, die Vögel kehren zurück. Sehr schön. Das ist aber das erste Zeichen. Ich versuche auch auf die Bärenkrähen jetzt zu hören. Ja. Aber ich höre ihn noch nicht. Okay. Was heißt das eigentlich für die Gefühlte? Ach, nur noch minus 20, das ist ja schön. Okay. Ja, linke Hand hört man. Ah, die Wolfsvögel. Ansonsten scheint das hier relativ ruhig zu sein gerade. Da vorne ist sie schon. Sehr schön. Jetzt ein bisschen mittig. Gefühlt? Okay, es bleibt bei minus 20. Na gut, ist halt noch morgens. Das ist natürlich klar. Okay, Hase auf links, da in der Mitte jetzt. Der Seite komme ich eigentlich relativ selten hier ran. Das ist echt lustig. Es erscheint einem dann alles so neu hier. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie sie den Kristallsee gemacht haben, dass du halt erst ein paar Tümpel hast. Sozusagen. So, das nehmen wir gleich komplett. Aha, der Hirsch. Sehr schön. Versuche auch schon den Wolf, den Kristallseewolf, zu sehen. Gut. Der da meistens ja rechter Hand unterwegs ist, aber der ist wohl gerade nicht da. Was auch ganz okay ist. Oh, geil. Wunderschön. Jetzt siehst du ja schon ein bisschen kanadischer aus. Ja. 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 Das Unterkühlungsrisiko. Wow, 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 komm. Das war ziemlich heftig jetzt. Boah.
dringend ein Feuer starten. Wir haben Gott sei Dank ja schon eine Fackel. Ach ja, die Schwingtür. Na ja, komm. Gut. Nichts. Schokoriegel. Anglerbuch. Noch mehr Holz. This stuff will come in handy. Oh, du glaubst gar nicht, wie sehr. Die ist zwar ziemlich runter, aber. Boah. Noch eine 93% Sportweste. Da sind wir schon auf 4 und 2 Grad. Das Seil lassen wir gerade hier. Kannst du da durch den Spalt? Kommst du. Sehr schön. Also jackentechnisch sind wir jetzt schon weiter als im vorherigen Leben. Das ist unglaublich. Okay, alles klar. Wo waren die Fackel? War das denn hier? Ah ja. Ach. Ja, juhu. Wie dämlich. Hervorragend, genau. Sehr schön, erstmal das drauf und dann Tanne. So. Jetzt warten wir kurz. Ah ja, es ist gefühlt, geht schon rauf. Sehr schön. Dann machen wir erstmal Wasser. Jetzt steigen die Prozente wieder. Warte mal, wir hauen nochmal was drauf. Wir haben genügend Holz. Daran scheitert. Soll es jetzt nicht scheitern. Oh, hervorragend. Sehr schön. Ach, kuschelig. Ja, mehr hat es jetzt leider nicht in dieser Höhle. Das hatten wir schon, genau. Ja, da sind wir auch zum ersten Mal im Wolfsberggebiet. Weil wir. Ach, guck mal. Wir haben zwar keinen Stoff, aber wir können nähen. Ja. Ja. Richtig. Und ich werde jetzt garantiert nichts zerrupfen von unserer kostbaren Kleidung. Ich bin ja froh, dass er wenigstens eine Unterhose hat. Was machen wir denn noch? Ja, wir müssen halt warten. Das ist halt einfach so die Sache. Aber ich werde jetzt nicht warten, sondern wir werden erstmal die Hagebutten und so weiter basteln. Damit wir da gerüstet sind. Gut, wir haben schon ein paar Sachen. Das war knapp. Komm, mach gleich drauf. Und wir kochen jetzt mal die Tees. Oh, sind alle geheilt. Hervorragend. So, dann gucken wir mal. Wir haben 1,79 Liter. Ja, da sollte man nochmal schmelzen und kochen. Ah, wir machen erstmal die Hälfte. Komm, hau noch einen Stock drauf. Und dann den Rest. Komm. Sehr schön. So, ich will mal gerade nach der Fackel gucken. Das sind 92%ige. Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier nochmal schmelzen. 0,18 Liter. Okay, das heißt, wir haben jetzt... mal ganz kurz durchgucken. Feuertechnisch sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Wir werden noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, da fehlt uns ein Stoff. Das haben wir alles an. Ist auch nicht sehr gut. Wir haben jede Menge Wasser. Da werden wir gleich noch was trinken, denn sie hat das schon wieder von sich verlautbaren lassen. So. Prozenttechnisch stehen wir jetzt wieder bei 53%. Sollen wir das alles mitnehmen? Ich meine, theoretisch kommen wir so schnell hierher. Kommen wir jemals wieder hierher? Das ist noch die andere Frage. Ich glaube ja nicht. Sollen wir es mitnehmen? Sollen wir es da lassen? Ja, wir nehmen es mit. Wir kommen wahrscheinlich sowieso nicht wieder her, wenn wir mal realistisch sind. Wir sind zwar inzwischen schon relativ matschig, aber den Abstieg müssten wir auf jeden Fall noch schaffen. Temperatur minus 11. Ja, es gibt ja diesen Bunker. Ach, schön. Es gibt übrigens auch Hirsche hier. Hirsche, ja. Hirsche haben wir ja schon gesehen. Elche. Ja, ich und meine Hirsche und Elche. Was sind... sind die Herrschaften gerade hier? Ich glaube ja. Nee, ich glaube nein. Das war das Rad. Ich dachte, es wäre ein Elch. Na ja, gut. Ja, ich würde gern zu diesem Bunker kommen.
Weil, ja. Das Schlafsackproblem hat sich natürlich bisher noch nicht geklärt. Aber. Wir haben schon eine Jacke. Ja, da ist er. Guck mal. Sehr schön. Gut, dann werden wir den Herrn natürlich jetzt nicht belästigen. Gut. Ja. Wir hatten gerade ein Feuer. Ja, muss man sich jetzt erstmal umstellen, das Fahrwerk, dass sie halt jetzt den Interloper macht. Aber da ich ja synchron quasi beide Leben beendet hatte, kann man dann mal einen Switch machen, das passt dann schon. Ja, was willst du machen? Arbeit hat halt den Vorrang. Man fühlt sich dann auch wirklich nicht so extrem matschig dann am Wochenende. Ja, man ist halt vielleicht nicht mehr so super konzentriert. Man würde, sagen wir mal, wenn man jetzt arbeiten würde, würde man das wahrscheinlich eher spüren und sagen, boah, ich kann mich jetzt echt nur noch ganz schwer konzentrieren. War Freitagabend schon so, wo ich gesagt habe, so zum Projektleiter, der da meint, so, kannst du den Job noch machen? Ich so, weißt du was? Wäre es nicht sinnvoller, es einfach am Montagmorgen zu machen, statt am Freitagabend? Weil erstens, der Kunde ist Freitagabend sowieso nicht mehr im Büro und kann das noch checken. Und zweitens, Montag ist man ja gewöhnlich frischer dabei. Ja, ist immer noch bei 53%. Ja, die steigen halt nicht so schnell, die Prozent. Das ist dann immer das mit dem Essen. Ach, naja. Geht's jetzt hier eigentlich raus? Wie viele Stöcke haben wir jetzt eigentlich schon? 17, naja, das reicht ja. Mittig mehr, Madame? Das ist ja mittig. Jesus, it's cold. Yeses. Komm, Yeses. Ah, nee, Quatsch, wir brauchen ja noch ein bisschen Fitness immer. Steigen wollen und müssen. Ja, minus 7 Grad. Natürlich dürfen wir dann noch durch das idyllische Tal zum Bauernhaus. Das machen wir heute nicht mehr. Ein bisschen zu matschig, das funktioniert nicht. Außerdem hungrig, ja. Das ist wichtig. Ach Gott sei Dank, das Seil ist da. Also wenn sie das jetzt mal rauspatchen, dann aber holla die Waldweg. Ich meine, gut, man hätte es mitnehmen können vom... Von der Berghütte müsste man halt wieder zurück, ja. Das wäre natürlich der Hammer. Okay. Auf geht's. Beziehungsweise ab. Sehr schön. So, dann kloppen wir das Holz hier erstmal hin. Weil im Bunker brauchen wir das nicht. Den haben wir auch oben schon gesehen. Ja, das war dann der Wolfsberg. Das war sehr intensiv, sag ich mal. Aber jetzt sind wir erstmal hier. War es das nicht schön? Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal einen schnellen Loot-Run durch. Und ja, werden natürlich die Nacht hier noch zubringen. Vielleicht finden wir ein bisschen Kleidung. Wahrscheinlich auch nicht. Wir haben kein Brecheisen hier. Ich sehe auch keins. Naja. Oh, wenigstens haben wir es aus dem Wolfsberg geschafft. Das ist schon mal wichtig. Ja.
dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.